Ich bin sehr beeindruckt von den vielen Beiträgen. Meiner ist jetzt heute Abend der letzte und er ist weniger getragen von der Kunstfertigkeit, mit der Sprache umzugehen. Es ist nur einfach eine kleine Geschichte. Unter dem Pseudonym Ernst Albert Hoffmann habe ich einen Roman geschrieben und letztes Jahr veröffentlicht, dessen Handlung insgesamt fiktiv ist, sich jedoch auf reale Beobachtungen stützt. Der Titel »Eine wirklich gute Zeit« deutet schon an, dass es um Lebensplanungen geht, also um Fragen wie, was ist eine gute Zeit für mich oder unter welchen Lebensumständen fühle ich mich wohl. Die Antworten fallen natürlich so unterschiedlich aus, wie die Menschen eben sind. Der Roman handelt von drei Personen, von Hans, einem wohlhabenden Mann am Anfang seines Ruhestands, von Sarita, dessen attraktiver Lebenspartnerin, und von Elena, der unverheirateten Tochter von Sarita. Nachdem Sarita von einer Reise nicht zurückkommt, erstattet Hans eine Vermisstenanzeige, hofft jedoch auch nach Monaten noch auf ihre Rückkehr. Elena hat zu ihrer Mutter kein gutes Verhältnis und vermutet, dass sie sich von Hans abgewandt habe. Sie rechnet nicht mehr mit Saritas Rückkehr und möchte gern die Rolle ihrer Mutter bei Hans übernehmen. Erwähnen sollte ich an dieser Stelle noch, dass Elena ausgebildete Altenpflegerin ist. Ich möchte nur eine kleine Passage lesen, in der offensichtlich wird, dass Hans und Elena eine sehr unterschiedliche Einstellung zur Liebe haben. Elena ist sportlich, geht regelmäßig zum Reiten in einen Reitstall, ein neuer Reitstall, in dem beide noch nicht bekannt sind. Dort möchte sie nicht mehr als Stieftochter gelten, sondern als Geliebte von Hans, was diesem aber gar nicht passt. Schließlich willigt er aber ein, nur um Elena zu zeigen, dass ein Paar mit so großem Altersunterschied mit gesellschaftlicher Ausgrenzung rechnen muss. Elena nahm Hans oft mit zum Reitstall, manchmal unter einem Vorwand, weil das der einzige Ort war, an dem sie ein Liebespaar spielten. Im kleinen Restaurant über der Reitbahn saßen sie manches Mal nach den Reitstunden, aßen eine Kleinigkeit und redeten. Die Gespräche hatten etwas Besonderes. Ihre Blicke begegneten sich achtsam, gelegentliche Berührungen drückten eine deutliche Verbundenheit aus. Hans dachte oft an Sarita. Ihr war es sicher recht, dass er sich um einen guten Draht zu Elena bemühte. Ein Liebespaar zu spielen ist aber mehr als ein guter Draht. Das wäre Sarita bestimmt zu weit gegangen. Er fühlte sich als Fremdgänger, schämte sich und redete sich gleichzeitig heraus, es war doch nur ein Rollenspiel, ein harmloses, mit ein paar oberflächlichen Zärtlichkeiten. Wenn Hans von seiner Liebe zu Sarita sprach, rollte Elena die Augen. Im Internet hatte sie recherchiert und gefunden, dass Liebe eine Krankheit sei. In der Liste der schweren Krankheiten hatte Liebe sogar eine Nummer. Sie gehörte zur Kategorie der abnormen Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle. Liebe schaltete den Verstand aus. Die Verliebten merkten das oft selbst nicht. Sie hatten Wahrnehmungsstörungen und verloren zeitweise ihre Kritikfähigkeit. Deine Liebe zu meiner Mutter trägt die Merkmale dieser Krankheit.
was du unternimmst, ist im Allgemeinen vernünftig motiviert. Du bist ganz klar der Typ Mensch, der vom Verstand gesteuert wird. Aber ich habe beobachtet, wie du kürzlich an ihren Schrank gegangen bist und an einem ihrer Kleider geschnuppert hast. Das ist nicht normal. Das ist krank. Elenas Ansicht nach gab es Formen der Verbundenheit, die ohne die Krankheitsanzeigen auskamen. Cool bleiben wäre eine angemessene Verhaltensweise, meinte sie. Dass Hans unter dem Verschwinden Saritas sehr litt, hing mit der Tiefe seiner Gefühle zusammen. Das musste nicht sein. Er sollte einmal versuchen, seine wahren Bedürfnisse zu erkennen. Er brauchte vermutlich irgendwann eine Person, die ihn waschen, füttern und ihm den Hintern abwischen würde, und keine Sexbombe, die zu nichts anderem gut war. Elena bot Hans Pflege an, individuell, liebevoll, ganz nach seinem Bedarf. Hans lächelte beim Gedanken an diese Ordnung der Verhältnisse. Sarita war seine große Liebe, verbunden mit einigen Begleiterscheinungen einer Geisteskrankheit, und Elena war seine coole Freundin, die ihn irgendwann pflegen würde. Im Traum wurde er immer noch von Sarita geküsst. Im Reiterstübchen übernahm das Elena. Sein Denken driftete oft in die Traumwelt. Welch ein Mangel an Selbstbeherrschung. Elenas Vorstellung, man könnte Liebesbeziehungen nach ihrer Gefühlstiefe unterscheiden, regte Hans zur Frage an, von welcher Art war die Liebe deiner Mutter zu mir? Elena überlegte nicht lang. Eindeutig cool. Ich glaube, du bist der erste Mann, den sie mit Verstand geliebt hat. Das war Elenas Meinung nach auch der wesentliche Grund für die lange und gute Beziehung zu ihm. Hans deutete die intensive körperliche Zuwendung Saritas als Beweis für die Tiefe ihrer Gefühle. Elena lachte nur darüber, weil sie Saritas Verhalten für erlernbar hielt. Soweit das die kleine Passage aus meiner Geschichte. Erlauben Sie mir bitte noch die Ankündigung einer Lesung von 7 Autoren. Einige davon sind heute hier bei der Badisch-Pfälzischen Literaturmatinee am Sonntag, 26. Januar 2020 um 11 Uhr in der Bibliothek der Gemeinde Lindenheim-Hochstetten. Dankeschön.